Was ist? Herr Seifert ist hier. Ah ja, richtig. Soll reinkommen. Bitte? Herr Seifert, ich freue mich. Guten Tag, Dr. Hans. Sie hatten um einen dringenden Termin gebeten. Ja, um einen sehr dringenden, obwohl ich nicht recht weiß, ob Sie mir helfen können. Ich werde mir Mühe geben. Es lohnt sich. Weder um ein geschäftliches Problem noch um eine Ehe- oder Scheidungssache. Oder genau genommen doch, es handelt sich sowohl um ein persönliches als auch ein familiäres, geschäftliches Problem. Ich soll ermordet werden. Wie bitte? Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Ich soll ermordet werden. Und deshalb komme ich zu Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Nehmen Sie doch bitte Platz. Na, danke, ich stehe lieber. Erzählen Sie. Wie Sie sicher noch wissen, ich bin Besitzer einiger Bars und Nachtclubs und so weiter. Vor einiger Zeit, da hatte ich den Verdacht, dass Lisbeth, meine Frau, und mein Schwiegersohn Otto Kassner versuchen, mich aus meinen Geschäften rauszudrängen. Es fing damit an, dass plötzlich Rechnungen auftauchten für Dinge, die ich überhaupt nicht bestellt hatte. Das Mädchen engagiert wurde, ein Mädchen von minderem Niveau, Sie verstehen. Kurz und gut, ich befragte meine Frau, aber sie bestritt. Und ich befragte Otto Kassner, meinen Schwiegersohn. Er bestritt gleichfalls, aber die Beweise waren eindeutig. Und im Verlauf einer solchen Auseinandersetzung sagte ich zu ihm, haben Sie vielleicht einen Cognac? Wie bitte? Ach so, ja, natürlich. Ich sagte also zu Otto, Otto, hör mir mal genau zu. Falls du versuchen solltest, mich aus meinem Geschäft rauszudrücken, dann könnte ich mich gezwungen sehen, der Polizei alles zu sagen, was ich für dich weiß. Es handelt sich da um eine Sache, die nur Otto und ich wissen, sonst niemand. Um was handelt es sich? Das kann ich nicht sagen. Das will ich auch nicht sagen, das ist äußerst diffizil. Wie kann ich Ihnen helfen, wenn Sie kein Vertrauen zu mir haben? Bitte lassen Sie mich weitererzählen. Am nächsten Morgen, also jetzt vor genau 10 Tagen, stehe ich am offenen Fenster von meinem Schlafzimmer, will meine Freiübungen machen, Kniebeugen und so weiter. Und da fällt der Schuss. Der Schuss? Ja, der Schuss. Haarscharf an meinem Ohr vorbei, rechts. Schlägt in die Tür vom Kleiderschrank. Und Sie glauben, Otto? Ja, nicht er selbst, natürlich. Aber meine Drohung, der Polizei alles zu sagen, was ich über ihn weiß, hat ihn dazu gebracht, er will mich umbringen. Sie haben doch hoffentlich die Polizei geholt. Na, unverzüglich, aber bis die Beamten da waren, etwa 20 Minuten später, da alle Spuren beseitigt. Was haben Sie in der Zeit zwischen der Mitteilung an die Polizei und Ihrem Eintreffen getan? Ich war völlig kopflos. Ich habe mich im Keller versteckt. Und was ist mit der Schranktür geschehen? Verschwunden. Wer hat sie verschwinden lassen? Otto. Er hat Zugang zu Ihrem Haus? Ja, natürlich, er ist mein Schwiegersohn. Wo war Ihre Frau zum Zeitpunkt des Schusses? Ich weiß nicht, irgendwo im Haus. Ihre Tochter? Auch. Das weiß ich allerdings nicht genau. Weiter? Die Polizei hat alles untersucht, aber keine Spuren gefunden. Nichts, keine Spuren. Gibt's sowas eigentlich? Wer war der zuständige Kommissar? Kommissar Röder heißt er, glaube ich. Ah ja, richtig, ich kenne ihn. Ich werde mich erkundigen. Weiter? Ja, dieser Kommissar hat dann meine Frau befragt, meine Tochter, meinen Schwiegersohn. Und alle drei bestritten, irgendwas gesehen oder gehört zu haben. Da packte mich die Wut, ich ging auf Otto los und... Naja, Sie werden es ja doch erfahren, ich ging mit einer Pistole auf ihn los. Sie war aber nicht geladen. Haben Sie jetzt auch eine Waffe bei sich? Ja, seit diesem Vorfall trage ich sie... Lassen Sie sich stecken. Sie sind im Besitz eines Waffenscheins. Aber ja. Herr Seifert, erlauben Sie mir, dass ich Sie darauf aufmerksam mache, dass Sie in Ihrem überreizten Zustand... Also das kann man mit mir nicht machen. Ich lasse mich nicht einfach abknallen wie einen tollen Hund. Also bitte lassen Sie mich jetzt weitererzählen, ja? Denn jetzt kommt's erst. Ich habe Angst. Ganz einfach. Nackte Angst. Deshalb habe ich mich in meinem Zimmer verkrochen. Ich habe sogar eine Leuchtschranke draußen auf dem Flur einbauen lassen, damit ich immer gleich mitkriege, wenn sich jemand meinem Zimmer nähert. Und deshalb hält meine Frau mich für verrückt. Aber ich weiß es, dass Otto mich umbringen will. Ich weiß es. Meine Freunde haben damals zu mir gesagt, pass auf, der Otto wird dich ruinieren. Aber was sollte ich denn machen? Meine Tochter Inge wollte ihn heiraten. Und ich dachte, wenn die Tochter liebt,
darf der Vater nicht. Also kurz und gut, ich habe ihn als Junior-Kompagnon aufgenommen ins Geschäft. War auch ganz anständig. Bis er dann anfing, meine Frau aufzuhetzen und mich aus dem Geschäft zu drücken. Eine Frage, Herr Seifert. Haben Sie den Verdacht, dass Ihre Frau Herrn Kassner dazu angestiftet haben könnte, auf Sie zu schießen? Lisbeth? Nein. So weit würde Lisbeth nie gehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie ihren Herrn Schwiegersohn deckt. Ja, auszuschließen nicht. Möglich ist das schon. Die beiden verstehen sich ja ganz gut. Lisbeth ist eine so zarte Seele. Die würde das nie zulassen, dass man mich einfach über den Haufen knallt. Ich frage Sie deshalb, weil Sie vor 2 Jahren schon mal bei mir waren und mich baten, Sie in Ihrer Scheidungssache zu vertreten. Die gute Lisbeth. Die hat es eben nie verstanden, dass es zu meinen Pflichten gehört, mich um die Damen unserer Etablissements zu kümmern. Manchmal etwas intensiv, zugegeben, aber sonst war ich ihr immer treu. Sie warf Ihnen damals vor, dass Sie Geld verspielen. Lächerliche Summen Taschengeld. Ein Vergnügen. Brauchter Mann, oder? Naja, was kann ich jetzt für Sie tun, Herr Seifert? Was raten Sie mir? Soll ich mein Testament machen? Otto wartet doch nur auf eine Gelegenheit, mich umzubringen. Haben Sie um Polizeischutz nachgesucht? Auf den Knien habe ich diesen Kommissar Röder angefleht. Ergebnis Ablehnung. Wie wäre es, wenn Sie der Polizei berichten würden, was Sie über Ihren Schwiegersohn wissen? Nein, das will ich nicht. Das kann ich nicht. Weil Sie sich nicht selbst belasten wollen? Die Sache, die damals passiert ist, die hätte ich verhindern können. Und ich habe es nicht getan. Ich habe geschwiegen. In Ihrer Situation möglicherweise lebensgefährlich, Herr Seifert. Herr Doktor, ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich Ihre Hilfe brauche. Otto muss ausgeschaltet werden. Ein Fall für Matula. Für wen bitte? Josef Matula, ein Privatdetektiv. Bin mit ihm befreundet. Ausgezeichnet. Der soll Otto schnappen. Auf frischer Tat. Josef? Dieter hier. Ja, grüß dich. Danke, mir geht's gut. Pass auf, bei mir ist Herr Seifert. Darf ich mal? Er erklärt es dir am besten selbst. Seifert, Eduard Seifert. Passen Sie auf, Herr Matula. Wir müssen heute Abend meinen Mörder schnappen. Ja, Sie haben richtig gehört, meinen Mörder. Und deshalb müssen wir uns treffen. Ich schlage vor 21 Uhr, Spielcasino Bad Homburg, an der Garderobe. Einverstanden? Danke. Also, bis dahin. Ist das nicht ein bisschen riskant, in aller Öffentlichkeit möglicherweise als lebende Zielscheibe herumzulaufen? Herr Doktor, ich habe in meinem Leben nie das Risiko gescheut, besonders nicht, wenn es Erfolg verspricht. Und da Sie, Herr Matula, vertrauen, vertraue ich ihm auch. Nichts geht mehr? 19. Nichts geht mehr. Bitte der Spieler. 22, Schwarz, P und Pass. Es ist nichts auf der Nummer. 9, 17, 18, 18, 18. Das ist die 17. Tolle Sekunde. Nichts geht mehr, bitte. Alles verzahlt, bitte das Spiel. 25, oder verpasst.19. 18. 19. 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 19
Nichts geht mehr. Ach, schwarz Piment, Blanc Carré. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie Feuer? Ich bin Nichtraucher. Haben Sie Kauen? Ich bin nicht Kauer. Sonst noch einen Wunsch, der Herrn? Dann verzeihen Sie bitte. Hier bleiben. Danke. Kommst du noch mit zu mir? Ja, vielleicht eine halbe Stunde. Hey, was ist denn? Was hast du denn plötzlich? Sind Sie verletzt? Oh Gott. Haben Sie? Haben Sie ihn? Nein. Das ist traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, das ist es. Rufen Sie einen Krankenwagen. Krankenwagen ist schon unterwegs. Es wird ja wieder. Alles in Ordnung. Es wird bestimmt wieder. Glauben Sie, dass ich hier sicher bin? Natürlich. Nein, nein, ich bin hier nicht sicher. Otto wird mich erwischen. Hier im Krankenhaus oder sonst wo. Alles, was in meiner Macht steht, Herr Seifert. Bestechen. Oder eine Schwester oder einen Pfleger. Und dann eine Spritze und aus. Aber ich lasse mir keine Spritze geben. Ich werde auch keine Tabletten schlucken. Und hier, Herr Mottola, er kann mich auch nicht schützen. Das hat er ja bewiesen, dass er das nicht kann. Sie können ihm vertrauen, genauso wie mir. Entschuldigung. Guten Tag. Wen suchen Sie denn? Ich möchte Herrn Seifert, bitte. 714. Frau Seifert, da vorne links. Danke sehr. Kann ich momentan noch nichts genau sagen. Auch wenn er jede Behandlung verweigert. Ja, wir haben ihn nur heute Nacht bei seiner Einlieferung untersuchen können. Da war er noch nicht ganz bei Bewusstsein. Seit heute Morgen lässt er niemand mehr an sich heran. Sicher redet er wieder wirres Zeug. Und beschimpft Sie und die Schwestern. Allerdings. Siehst du, Mama, was habe ich dir gesagt? Ach, wissen Sie, Herr Doktor, es ist alles so traurig. Mein Mann ist offensichtlich krank. Zu Hause hat er sich eingeschlossen, hat niemand zu sich gelassen, hat uns beschimpft und bedroht. Seit wann denn? Ja, seit ungefähr 2 Wochen. Er ist sogar mit einer Pistole auf mich losgegangen, weil er glaubte, ich hätte auf ihn geschossen. Es ist gut, dass Sie mir das sagen. Ach, wir machen uns solche Sorgen. Ja, natürlich, aber Sie verstehen, dass ich ihn momentan noch nicht zwangsweise behandeln möchte. Vielleicht kommt er ja zur Vernunft. Hm. Und wenn nicht? Ja, dann werde ich wohl nicht umhin können, einen amtsärztlichen Psychiater zu bestellen. Was bedeutet das? Nun, wenn die Behörde zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass ihr Gatte geisteskrank ist, beziehungsweise dass er sich oder andere erheblich gefährdet, ja, dann wird er wohl in eine Nervenklinik überwiesen werden müssen. Mein Gott, ist das schrecklich. Ich hoffe nicht, es wird dahin kommen. Herr Doktor, das ist ein Privatdetektiv. Den hat mein Mann zu seinem Schutz engagiert. Und ein Rechtsanwalt ist auch schon bei ihm. Seht da, der Herr Fachmann. Wo kommst du denn her? Von der Polizei.
Ich soll dich vom Kommissar Röder grüßen. Sie hatten den Auftrag, Otto zu schnappen oder den Schützen. Sie hatten keinen Auftrag, sich um mich zu kümmern. Wenn Sie den Unfall nicht gebaut hätten, hätte ich die Jungs gekriegt. Vielleicht interessiert es Sie. Mich interessiert gar nichts. Mich interessiert nur, wann Sie Otto schnappen. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Ihnen nicht. Die Polizei hat keinerlei Spuren gefunden. Keine Einschüsse. Ich bin selbst heute Morgen nach Bad Homburg zur Spielbank gefahren und habe nochmal alles abgesucht. Nichts. Typisch. Ich habe genau gesehen, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Sie hätten in die Spielbank einschlagen müssen. Aber es gibt keinerlei Spuren. Und was schließt du daraus? Nach meinem Verständnis gibt es nur eine Lösung. Platzpatronen. Ach, Platzpatronen. Wer schießt schon mit Platzpatronen? Vielleicht wollte man sie nur in Panik versetzen, Herr Seifert. Ich habe die Schüsse gehört. 5 oder 6 Platzpatronen. Es mag Ihnen komisch vorkommen, aber es gibt keine andere. Haselmäuschen, wie geht's Ihnen denn? Oh, mein armes Haselmäuschen, wie geht's dir denn? Hans? Haselmäuschen, guck mich doch mal an. Sag na, mal, Vater, das sieht ja toll aus mit dem Turban. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ob der überhaupt was hört? Komm, geh doch mal beiseite, Haselmäuschen. Guck doch mal, guck mal, guck mal, was wir dir mitgebracht haben. Hau ab mit euren vergifteten Pralinen! Hau ab damit, sag ich! Herr Seifert, bitte! Alle, bitte! Alle, sollt mich in Ruhe lassen! Hol den Arzt. Machen ab, Mann! Du steckst mit dem Mörder unter einer Decke. Aber ich warne euch, wer mir einen Schritt näher kommt, der, dann passiert ein Unglück. Herr Seifert, bitte! Ich zähle bis 3, dann seid ihr alle verschwunden. 1. Kommen Sie. 2. Haselmäuschen. Sie bleiben! Sie brauche ich als Zeugen, wenn ich ermordet werde. Einen Moment, Herr Doktor. Ja. Frau Seifert, wenn Sie die Güte hätten, auf mich zu warten, Sie wieder auch. Ja, natürlich. Sie wollen mich sprechen? Ja. Eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Das konnte ich gestern Abend bei seiner Einlieferung diagnostizieren. Wir wollen ihn ja weiter untersuchen, aber... Er lässt niemanden an sich ran. Nicht nur das, er bedroht uns. Das haben Sie ja eben selber miterlebt. Herr Dr. Krone, es gibt Gründe für das Verhalten meines Mandanten. Meines Erachtens nach verständliche Gründe. Darf ich Sie erfahren? Natürlich. Es ist zweimal auf ihn geschossen worden. Seine Familie sagte mir, den ersten Anschlag bildet er sich nur ein. Ich werde versuchen, es herauszubekommen. Sehr gut. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich von dem Ergebnis Ihrer Recherchen unterrichten würden. Was gestern Abend in Bad Homburg geschah, weiß ich noch nicht genau. Lassen Sie uns doch Tacheles reden, Herr Dr. Renz. Ich fürchte, Herr Seifert ist geisteskrank. Sein gesamtes Verhalten deutet darauf hin. Er gefährdet sich und andere. Er soll seine Familie mit einer Pistole bedroht haben. Ich weiß nur, dass... Vielleicht muss man auch seinen Autounfall in diesem Zusammenhang sehen. Nein, nein. Da ist auf ihn geschossen worden. Es gibt Zeugen. Worauf wollen Sie hinaus? Ich gehe davon aus, dass mein Mandant gesund ist. Aber er hat Angst. Panische Angst. Wenn jedoch die Ursachen dieser Angst beseitigt sind, ist damit zu rechnen, dass er sich wieder normal benimmt. Davon bin ich fest überzeugt. Ich hoffe, dass es so ist. Nur, Herr Dr. Renz, das ist nicht mein Gebiet für die kriminalistischen Aspekte. Da bin ich nicht zuständig. Deshalb sehe ich mich leider gezwungen, den Behörden davon Mitteilung zu machen, dass Herr Seifert möglicherweise geistesgestört ist. Aber Sie können doch nicht einfach... Ich habe keine andere Möglichkeit, Herr Dr. Renz. Und wenn der Amtsarzt zu dem Ergebnis kommt, dass Seifert geisteskrank ist, wird er in eine Nervenklinik gebracht. Tja. Sie wissen, was eine solche Untersuchung für meinen Mandanten bedeutet. Dass seine Angst sich noch steigert, dass er... Ich weiß, Herr Dr. Renz, ich weiß, aber was soll ich tun? Ich bitte Sie um Verständnis. Es ist meine Pflicht als Arzt. Ich verstehe Sie vollkommen. Wann wird die Untersuchung stattfinden? Wenn ich die Behörde gleich anrufe, dann wird die Untersuchung wohl noch heute veranlasst. Ich muss also heute noch Beweise erbringen, dass die Anschläge auf meinen Mandanten wirklich stattgefunden haben. Sie sind also nach wie vor der Meinung, wenn Sie diese Beweise beibringen, verhält sich Herr Seifert wieder normal. Zumindest wird man sein derzeitiges Verhalten anders bewerten müssen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Renz, und viel Erfolg. Ich
Wo ist der Kassner? Der müsste dringend weg. Wegen Geschäften. So? Was für Geschäfte betreibt er denn? Dies und das. Ich weiß auch nicht so genau. Wo kann ich ihn erreichen? Schwer zu sagen. Der wohnt mal hier, mal dort. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie nach Hause begleite? Sie möchten gern wissen, wie mein Mann lebt. Wenn Sie es gestatten. Mit Vergnügen, Herr Dr. Renz. So, bitte. Ach, das hat mein Mann seit mindestens 20 Jahren nicht mehr getan. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei seinen Mädchengeschichten. Ach ja, mein Gott, wenn es bloß das wäre. Im Laufe der Jahre habe ich mich fast daran gewöhnt, dass er mit jeder unserer Angestellten anbändeln muss. Aber das ist es nicht nur. Er verspielt Geld. Hohe Summen. In unseren Betrieben spielt er den Chef. Aber ich bin's. Ich halte alles zusammen. Ohne mich wären wir schon längst pleite. Er markiert den feinen Herrn und ich arbeite. 14, 15 Stunden am Tag. Darf man vorgehen, bitteschön. Ja, dankeschön. Vor 2 Jahren wollten Sie sich scheiden lassen. Ich wollte mich schon so oft scheiden lassen. Jedes Mal habe ich die Klage wieder zurückgezogen. Bin immer wieder seinem Charme erlegen. Dankeschön. Aber jetzt reicht's. Sie sehen es wohl gerne, wenn er sich aus dem Betrieb zurückzöge. Ja, ehrlich gesagt ja. Mein Schwiegersohn ist ein ausgezeichneter Geschäftsführer. Er beherrscht das Handwerk aus dem FF. Es ist aber wohl nicht daran zu denken, dass Ihr Gatte sich freiwillig zurückzieht. Liebe wahr, über diesen Punkt darf man überhaupt nicht mit ihm reden. Stehen bleiben! Jetzt sehen Sie sich das mal an. Diese Lichtschranke, die hat er sich neulich einbauen lassen. Halten Sie mal Ihre Hand dazwischen. Ist das nicht fürchterlich? Das Zimmer Ihres Mannes? Ja, schrecklich, nicht? Hier hat er sich nur aufgehalten. Kaum was gegessen. Niemand zu sich gelassen. Einmal bin ich doch reingekommen, hab mich zu ihm gesetzt, wollte mit ihm reden, hat er plötzlich eine Pistole gezogen, hat geschrien, ich soll verschwinden. War furchtbar. Und meine Tochter hat er auch bedroht. Otto auch. Ach, ist alles so grauenvoll. Hier ist auch auf ihn geschossen worden. Nein. Nein? Er behauptet das, aber es ist nicht wahr. Warum sollte jemand auf ihn schießen? Angenommen, es ist doch auf ihn geschossen worden. Ist aber nicht. Dann müsste der Schuss durch das Fenster da gegangen und hier eingeschlagen sein. Da fehlt eine Tür. Oh, schon lange. Wie lange? Weiß ich nicht, schon sehr lange. Herr Dr. Renz, Sie glauben doch nicht im Ernst? Natürlich nicht. Ich möchte nur herausfinden, inwieweit sich Realität und Einbildung bei Ihrem Mann decken. Glauben Sie mir, er bildet sich diesen Schuss nur ein. Mag sein, aber vor der Spielbank ist auf ihn geschossen worden. Ja, das stimmt. Nur vor 2 Jahren hat er sich mal mit einer Dame eingelassen, die hat einen eifersüchtigen Ehemann. Der hat auch auf ihn geschossen. Hat er Ihnen das erzählt? Nein. Aber hier in diesem Haus, hier hat niemand auf ihn geschossen. Niemand. Herein, wenn's kein Maul ist. Mensch, Dieter. Na du, das ist ja eine Freude an diesem trüben Tag. Komm, setz dich da. Was feiert ihr denn? Oh. Eine Pensionierung. Deine? Nee, noch nicht. Ernst? Ja. Pass mal auf. Ich brauche deine Hilfe. Was? Meine Hilfe? Hm. Kriegst du? Schieß los. Sagt dir der Name Otto Kassner etwas? Ich brauche ein Bier. Danke. Sag den Namen nochmal. Otto Kassner. Kassner mit K? Mit C. Kassner mit C. Kassner, erzähl. Ist das ein Mandant von dir? Ich brauche nur eine Information. Eine? Doch wohl 1000, oder? Du,
willst du auf dem Stuhl, auf dem du hockst? Da haben da vor dir schon alle möglichen anderen gehockt. Große und kleine Fische, schwere Jungs, leichte Mädchen, gefährliche und ungefährliche, was du willst. Aber den Otto, den schönen Otto, den werde ich Zeit meines Lebens nicht vergessen. Aha. Und warum nicht? Warum nicht, warum nicht? Du, der ist so glatt wie ein Fisch, der ist schmierig wie eine Qualle, der ist nicht zu fassen. Du, der hat Alibis en masse. Ein einziges Mal handfeste Beweise hätte. Ein einziges Mal nur, den würde ich. Was hast du denn mit dem Otto zu tun? Er soll auf seinen Schwiegervater geschossen haben. Siehst du, er soll. Ja, mit diesem kleinen Wörtchen soll, triffst du den Kern der Sache ganz genau. Die da, meine Leute, waren am Tatort. Spurensicherung, alles gemacht, alles, was man überhaupt. Du weißt ja, nichts. Gar nichts. Ich habe mit der Familie gesprochen. Die sagten, ein Schuss? Aber Ivo? So gar nicht mehr den Otto vornehmen würde, mit diesem Schuss ist es Essig. Und gestern Abend in Bad Homburg? Wieder keine Spuren. Es ist geschossen worden. Dafür gibt es Zeugen, aber nicht eine einzige Spur. Ich sag dir ja, so gern ich den Otto Kassner überführen würde, mit diesen Schüssen geht das nicht. Ja, und da ist noch was. Ich glaube, der alte Seifert, wieder, ich glaube, der tickt nicht ganz richtig. Naja, jahrelang verträgt er sich mit seinem Schwiegersohn Otto und auf einmal Schüsse, glaube ich nicht dran. Es soll zwischen... Es soll. Bravo, du lernst schnell. Man gewöhnt sich an die Wortwahl, wenn es um Otto Kassner geht, nicht? Ja? Ja, es soll zwischen Otto und Seifert ein Geheimnis geben. Irgendetwas, womit Seifert Otto in der Hand hat. Was denn? Irgendetwas Großes. Hast du eine Ahnung? Nee, keine Ahnung. Es ist zum Verrücktwerden. Willst du nicht doch ein Bierchen vielleicht? Ja, sag mal, warum kommt denn der Seifert nicht zu mir und erzählt mir alles? Das will er nicht tun. Weil er damals das Verbrechen oder um was es sich da handelt, hätte verhindern können, sagt er. Ein feiner Herr, nicht? Will sich nicht selbst belasten, will sauber bleiben. Na, schön. Da nicht, dann läuft der schöne Otto also weiter frei rum. Wie kannst du mir helfen? Legal überhaupt nicht. Und illegal will ich nicht. Ich freue mich auf meine Pension. Okay. Dann müssen wir eben auf eigene Faust. Komm, bleib sitzen. Lass uns überlegen. Also, angenommen, es gab die beiden Anschläge auf Seifert wirklich. Davon gehe ich aus. Nein, davon bin ich überzeugt. Na, gut. Aber dann muss es doch jemanden geben, der sie für Otto ausgeführt hat. Otto schießt nicht, Otto lässt schießen. Ich brauche mich also nur nach Mitwissern umzusehen. Ganz einfach, ne? Sehr einfach. Also, du, deine Chancen, die stehen zwar nur 1 zu 1 Million, aber probieren geht über studieren, sagte mein Onkel und hüpfte von der Brücke. Darf ich mal? Ja. Ich schätze, für so eine Sache brauchst du kundige Begleitung, was? Matula? Mhm. Ein Zeug schenken die hier aus. Mach's wie ich, geh auf Nummer sicher, trink Wasser. Was ich gerade getrunken habe, war Spülwasser. Und wohin jetzt? Ja. Glaubst du wirklich im Ernst, wir finden irgendjemanden, der dir aufgrund deiner treuen blauen Augen erzählt? Jawohl, Herr Dr. Renz, ich habe im Auftrage von Herrn Kassner auf Eduard Seifert geschossen. Aber wir müssen jemanden finden. Irgendjemanden, den sich Otto zum Feind gemacht hat, der sauer auf ihn ist. Wenn Seifert erst untersucht ist und er sich wehrt, was wahrscheinlich ist, ist es zu spät. Wir müssen beweisen, dass die Bedrohung wirklich existiert. Ich verstehe dich, aber kann es nicht sein, dass er wirklich verrückt ist? Nein, das glaube ich nicht. Hör mal zu, wie der sich heute früh im Krankenhaus aufgeführt hat, wenn du nicht mitgehen willst, bitte, dann probiere ich es eben allein. Ist ja schon gut. Ich habe gehört, Sie sind ein Anwalt? Ja. Und suchen Otto Kassner? Dringend. Seldlingend. Sie wollen mich nicht verscheißen? Wo? Gut. Wenn Sie mich nicht verscheißen wollen, dann sage ich Ihnen, wo Otto ist. Er ist in der Kabale Al-Kazal. Danke. Danke sehr, sehr freundlich. Darf ich Ihnen noch einen Tipp geben? Gern. Fragen Sie Herrn Kassner nach dem Haikudaku. Oh,
Wonach? Haiku Daku. Was ist denn das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt nicht. Vielleicht später. Vielleicht später? Verstehst du das? Ich ahne etwas. Dann sag's. Nicht jetzt. Haiku Daku. Träume ich oder sind Sie es wirklich, Doktor? Bitte? Was führt Sie denn hierher? Kennen wir uns? Und ob wir uns kennen, erinnern Sie sich nicht? Tut mir leid. Ich bin die Schleier-Biggie. Klar, das ist die Schleier-Biggie. Und Sie sind der Bulle aus dem dritten Revier? Das war einmal. Ich habe Sie mal festnehmen müssen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Irgendwer hatte Sie angezeigt. Aber er hat mich freigekriegt. Weil der Schleier eben doch nicht durchsichtig war. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Trinken wir was zusammen. Auf meine Rechnung. Sie kennen Otto Kastner? Hey, wollt ihr mich anmachen oder was? Haben Sie gehört, dass er auf seinen Schwiegervater geschossen hat? Nichts habe ich gehört. Gar nichts. Und Sie? Was? Otto soll hier irgendwo sein. Was für ein Otto? Na, Otto. Otto Kastner. Kenn ich nicht. Wir sind sehr großzügig, wenn Sie... Danke. Ich hab mein Auskommen. Sie werden Ihrem Chef einen großen Dienst erweisen. Ja? Dr. Renz... Hans? Na, was geht's? Wissen Sie, ich mag den Herrn Seifert. Tut mir echt leid, was mit ihm passiert ist. Er bezahlt mich mal richtig gut. Und über Urlaub kann man auch mit ihm reden. Ein feiner Mensch, der Herr Seifert. Wirklich ein feiner Mensch. Ich hab verstanden, danke. Das war Röder. Er hat eben die Mitteilung bekommen, dass Seifert... Er weiß auch nicht genau. Ich muss sofort zum Krankenhaus. Abend zusammen. Oh. Herr Matula, herzlich willkommen. Warum so nervös, Jungs? Das ist Herr Matula. War früher mal unser aller Freund und Helfer. Seine Beamtenkarriere unversehens unterbrochen wurde. Jetzt der gute Herr Matula. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Alles, was Sie mir zu sagen haben, können meine Freunde mit anhören. Das glaube ich nicht. Gut. Warte doch. Was gibt's? Ja, ist was? Irgendwas mit meinem Schwiegervater? Naja, das ist eine tragische Geschichte, ne? Ich war dabei, als vor der Spielbank auf ihn geschossen wurde. Ah ja. Und? Ich habe nur gesagt, dass ich dabei war. Ja, haben Sie den oder die Schützen erkannt? Das nicht. Aber? Ich kenne jemanden, Herr Kastner. Der wiederum kennt jemanden, der weiß, dass Sie etwas mit dem Haiku Daku zu tun haben. Womit soll ich was zu tun haben? Mit dem Haiku Daku. Ja, was soll das sein? Nie was gehört vom Haiku Daku? Und mein Schwiegervater, hat er Ihnen was gesagt? Aber er ist verrückt. Sie wissen, dass er verrückt ist. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich hätte gerne länger mit Ihnen geplaudert, Herr Matula, aber leider Termine. Ja, ja, ganz schön stressig, alle Fäden in der Hand zu halten. Teuflisch, mein Lieber. Bis später mal.
Sie sind immer ein gern gesehener Gast. Vermögen Sie sich noch ein bisschen, trinken Sie was. Auf Kosten des Hauses natürlich. Klinikum, den kürzesten Weg. Herr Seifert, Herr Seifert! Sie können jetzt nicht mit ihm sprechen, er hat eine Spritze bekommen. Er ist ruhig gestellt worden. Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Renz. Sie sind sein Anwalt, nicht? Ja. Entschuldigen Sie. Ich bin Signalrat Rönnfuß vom Gesundheitsamt. Herr Dr. Rönnfuß, darf ich erfahren, was sich hier abgespielt hat? Ja, sofort, Herr Renz, sofort. Ich erläutere nur gerade der bedauernswerten Gattin des Herrn Seifert die juristischen Hintergründe dieser Angelegenheit. Also, liebe Frau Seifert, es handelt sich hier zunächst nur um eine vorsorgliche Maßnahme. Und sie ist ja vorläufig, Frau Seifert. Natürlich ist sie vorläufig. Sie war aber nach dem, was sich hier abgespielt hat, unbedingt vonnöten. Weil sich Herr Seifert in einem für Sie erkennbaren, die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand befand. Herr Renz, sagen wir es doch einfacher. Weil Herr Seifert geisteskrank ist, weil er sich und andere gefährdet. Oder noch einfacher gesagt, weil er gemeingefährlich sein soll. Was hat sich hier zugetragen? Was hat sich hier zugetragen? Herr Dr. Krone hat das Gesundheitsamt informiert, dass Herr Seifert offensichtlich geisteskrank ist. Ich bin mit der Untersuchung beauftragt worden. Hab mich ganz friedlich in dieses Zimmer begeben. Sofort tobte Seifert los, warf mit einer Vase nach mir. Schimpfte, schrie. Das hat sich hier zugetragen. Und dann haben Sie ihn mit Gewalt ruhig gestellt, wie es bei Ihnen so schön heißt. Wie es allgemein heißt, ja. Naja, das Gericht muss sich ja erst einmal mit Ihrer Polizeiaktion und Ihrer Unterbringung befassen. Es wird gleich morgen früh beim zuständigen Amtsgericht die Wirksamkeit der vorläufigen Unterbringung beantragt. Das ist wirklich nicht die erste Unterbringung, die ich fahren lassen muss. Ich wollte Sie nicht an Ihre Pflichten erinnern, aber Sie wissen sicher genauso gut wie ich, auf welch merkwürdige Weise schon unliebsame Mitmenschen in Nervenkliniken verschwunden sind. Haben Sie in diesem Fall irgendetwas zu beanstanden? Wir sehen uns dann morgen bei der Verhandlung. Gute Nacht, Herr Medizinalrat. Gute Nacht, Herr Renz. Haben Sie bei Ihren Nachforschungen etwas herausgefunden? Nichts. Gar nichts. Ist er tot? Was redest du? Ich dachte, ich habe Otto mit dem Haikudaku aufgeheizt. Er ist auf dem Weg hierher. Und du glaubst wirklich, um Seifer zu ermorden? Nehme ich stark an. Aber Beweise? Beweise haben wir natürlich mal wieder keine. Er hat mir leider nicht gesagt, dass er seinen Schwiegervater umbringen will. Was ist eigentlich passiert? Der Unfallpatient Eduard Seifert wird nach dem Landesgesetz über die Unterbringung von Geisteskranken vorläufig in einer Nervenklinik untergebracht. Für immer? Ich sagte vorläufig. Morgen ist wahrscheinlich die Verhandlung vor dem Amtsgericht. Ich werde Seiferts Interessen dort vertreten. Und wenn er nun wirklich plemplem ist? Ist er nicht. Woher weißt du das so genau? Mein Gefühl sagt es mir. Herr Dr. Renz, gut, Sie hier zu treffen. Ich habe gehört, Herrn Seifert geht's schlecht. Ja. Er soll in eine Nervenklinik. Ja. Ist das denn notwendig? Woher wissen Sie, was mit Ihrem Schwiegervater passiert ist? Na, von ihm? Er war so freundlich, mir Mitteilung zu machen. Ich? Etwa nicht. Eben in der Bar? Aber keine Spur. Das ist... Also das ist wirklich stark. Ich habe große Lust, mir dieses Bürschchen vorzuknöpfen. Ich auch. Es ist jetzt 14:45. Um 6:30 fahren wir zur Nervenklinik, du und ich. Willkommen, Dr. Renz. Ich wusste, dass Sie kommen. Sie auch, Herr Matterer. Es tut mir sehr leid, Herr Seifert, dass ich den Vorfall gestern Abend nicht habe verhindern können. Ich verspreche Ihnen aber, dass ich nachher in der Verhandlung vor dem Amtsgericht alles tun werde, um Sie hier herauszubekommen. Wieso? Mein Fall wird verhandelt? Ja. Aber warum solche Eile? Es ist unzulässig, Sie ohne richterliche Verfügung längere Zeit hier festzuhalten.
aber hier fühle ich mich sicher. Können Sie nicht erst versuchen, Otto zu schnappen? Wissen Sie, ich glaube nämlich nicht, dass er sich hier reinwagt. Bitte vertrauen Sie mir, Herr Seifert. Ich kann Ihnen jetzt nicht im Einzelnen die Bestimmungen des Unterbringungsgesetzes erläutern. Aber wenn es uns heute nicht gelingt, Ihre einstweilige Unterbringung zu vermeiden, kann es möglicherweise einige Zeit dauern, bis Sie wieder frei sind. Wie lange? Bis zu 6 Wochen, unter Umständen sogar 3 Monate. Aber das auch nur, wenn es uns gelingt, einen Beschluss über Ihre endgültige Unterbringung hinauszuschieben. Sie werden vor Gericht erscheinen müssen, Herr Seifert. Ich? Warum denn das? Im Gesetz ist eine Anhörung der unterzubringenden Person vorgeschrieben. Aber da draußen habe ich Angst. Hier drin fühle ich mich sicher. Sie sind mein einziger Zeuge und zudem der beste Zeuge in Ihrer Sache. Aber wenn ich Otto wiedersehe, dann vielleicht, ich meine, nach allem, was vorgefallen ist, drehe ich vielleicht wieder ganz durch. Ich werde beantragen, dass Sie ganz alleine vernommen werden. Sie werden Ihre Familie nicht zu Gesicht bekommen. Ich werde einen Wagen schicken und die Polizei bitten, Sie zu schützen. Und Amatula wird Sie auch begleiten. Du bleibst so lange hier, bis Sie abgeholt werden. Ich? Ich werde die Leitung des Hauses informieren. Bis nachher. Das kannst du nicht mit mir machen, Dieter, wenn mich jemand für verrückt hält. Mach dir darüber mal keine Gedanken. Das tue ich aber. Das ist Philipp Marlowe. Philipp Marlowe ist harmlos. Wir haben schon eine Partie Mau Mau zusammengespielt. Er hat gewonnen. Darf ich bekannt machen? Dr. Renz, mein Anwalt, und das ist Josef Matula, Privatdetektiv. Hi. Anwalt sind Sie? Ja. Euch Brüder kenne ich. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Bitte. Detektiv, bist du? Ja, Mr. Marlowe. Du heißt Josef. Ja, Mr. Marlowe. Ich werde dich Jeff nennen, okay? Okay, Mr. Marlowe. Wollen wir nicht eine Runde Mau Mau spielen? Hör zu, Jeff. Ich habe das Gefühl, in diesem Laden stinkt's. Warum, Mr. Marlowe? Die Boys und Girls rennen hier alle im weißen Kittel rum. Irgendwas ist da nicht koscher. Mhm. Schlage vor, wir stellen unsere Lauscher auf, damit wir zusammen rauskriegen, was hier gespielt wird, okay? Okay, Mr. Marlowe. Gefällt's mir, Jeff. Eddie gefällt mir auch. Ihr gefällt mir alle beide. Aber Vorsicht. Ja, soll ich vielleicht noch etwas über seine Spielleidenschaft aussagen? Nein, danke, Frau Seifert. Herr Dr. Renz? Keine Fragen. Gut, dann fasse ich jetzt zusammen. Korrigieren Sie mich bitte, Frau Seifert, wenn ich Ihre Aussagen nicht ganz richtig wiedergebe. Die Zeugin sagt aus, von ihrem Gatten, Eduard Seifert, wiederholt beschimpft und mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Weiterhin gibt sie an, dass ihr Mann mehrere Male versucht hat, ihr gegenüber tätlich zu werden. Alles korrekt? Herr Dr. Renz, wir haben jetzt noch den Zeugen Kassner und die Zeugin Frau Kassner. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass der Transport Ihres Mandanten hierher veranlasst wird. Einverstanden, Herr Vorsitzender. Sagen Sie bitte draußen Bescheid, dass man Herrn Seifert herbringt. Und bitten Sie doch auch gleich den Zeugen Kassner herein, ja? Herr Kassner, bitte. Schätze, Jeff Eddy macht einen großen Fehler, wenn er jetzt die Flatter macht. Schätze, er wird das noch bedauern. Er wird gebraucht, Mr. Marlowe. Als was? In eigener Sache. Schon mal davon gehört, dass jemand umgenietet wurde in eigener Sache? Könnt ihr euch nicht über was anderes unterhalten? Sorry, Eddy. War nur eine winzige Warnung von mir. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wir wollen Herrn Seifert zur Verhandlung abholen. Hier sind die Papiere. Ach ja? Ja, ja, ich bin informiert. Zimmer 114. Danke, Doktor. Damen und Herren? Ich bin bereit, meine Herren. Na, dann nichts wie los.
Hast du dir das auch wirklich überlegt, Eddie? Die Welt steckt voller Feinde. Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Marlowe. Vielleicht haben wir doch noch mal Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Ich würde mich freuen, Jeff. Ja? Hey, Jeff, seit wann tragen Pfleger denn einen Ballermann in der Hosentasche? Was? Mach deine Guckerchen auf. Der eine hat einen Ballermann einfach so in der Tasche. Entschuldigen Sie, meine Herren. Was? Nur eine Kleinigkeit. Kann ich mal die Papiere sehen? Es ist alles in Ordnung. Ich habe gesagt, die Papiere. So, ihr beiden Ehren. Ihr bleibt jetzt hübsch, wo ihr seid. Und wenn ihr auch nur einen Schritt macht, dann ist da Seifert mal gewesen. Geht schön in eure Zellen zurück. Jetzt, Herr Jeff, das war's dann, hm? Oder was meinst du, war's das oder war's das nicht? Ich würde sagen, das war's nicht. Hey, Jungs! Halt die Schnauze! Das ist der Ton, den Philipp Marlowe gar nicht mag, hm? Hallo. Sherlock Holmes, alter Freund, du doch auch nicht, ne? Entschuldigen Sie, wir sollen hier einen Herrn Eduard Seifert abholen. Also, ich verstehe überhaupt nichts mehr, überhaupt nichts. Das ist ja heute mal wieder das reinste Irrenhaus. Danke, Frau Kassner. Noch Fragen, Herr Dr. Renz? Nein. Wo bleibt dann nun Ihr Mandant? Ich weiß es auch nicht. Tja, ich benötige Sie nicht mehr. Herr Seifert hat darum gebeten, allein angehört zu werden. Seine Anhörung geschieht in nicht öffentlicher Sitzung. Danke. Was ist denn? Entschuldigung, eine Nachricht für Herrn Dr. Renz. Mein Mandant wird sich etwas verspäten. Aber, Herr Vorsitzender, ich darf Ihnen davon Mitteilung machen, dass mein Mandant aus der Nervenklinik entführt werden sollte. Von zwei falschen Pflegern mit gefälschten Papieren. Und sowas? Dieser nunmehr dritte Anschlag auf meinen Mandanten ist meines Erachtens ein wichtiges Indiz, dass die Angst, dass die Panik, dass das angeblich geisteskranke Verhalten meines Mandanten wohl begründet ist. Diesen Anschlag bildet er sich doch nur ein. Aber die Sache ist doch inszeniert. Von Herrn Dr. Renz inszeniert. Herr Kassner, ich kenne jemanden, der sich ausgesprochen freut, Sie endlich einmal wiederzusehen. Herr Dr. Renz, jetzt bitte keine Privatunterhaltung. Ein Wort zu Herrn Kassner gestatten Sie noch. Auf diesem Zettelchen steht noch etwas, Herr Kassner. Da steht nämlich, dass die beiden mit der Entführung ihres Schwiegervaters beauftragten falschen Pfleger der Polizei gestanden haben, dass sie der Auftraggeber sind. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und ich finde, ich muss auch nichts verstehen. Auf jeden Fall will ich gemäß des Unterbringungsgesetzes Herrn Seifert persönlich anhören. Ich nehme an, Herr Vorsitzender, für Herrn Seifert wird es jetzt ein besonderes Vergnügen sein, hierher zu kommen. Oh, mein Hasemäuschen, ich bin so glücklich. Bist du auch glücklich? Und wie? Herr Dr. Renz, vielen Dank. Bedanken müssen Sie sich bei Herrn Matula. Natürlich, Herr Matula, vielen Dank. Bedanken müssen Sie sich bei Philipp Marlowe. Das habe ich schon getan. Und Otto sitzt für immer? Hör auf zu heulen, das ist er nicht wert, war er nie. Oder? Hat er gestanden? Soweit ich weiß, noch nicht. Aber bei Kommissar Röder ist er bestens aufgehoben. Ach komm. Hör auf zu heulen, ja? Vielleicht habe ich sogar schon einen anderen Mann für dich. Was werden Sie jetzt tun? Uns ein wenig erholen, in unserem Häuschen im Taunus. Wahrscheinlich wird die Polizei Sie befragen müssen. Geben Sie mir vorsorglich Ihre Adresse. Lisbeth, gib dem Herrn Doktor ein Kärtchen, ja? Die Polizei kann kommen. Ich bin bereit. Vielen Dank und alles Gute. Zufrieden? Hey, zufrieden? Du? Ich? Ja. Bist du zufrieden? Na, du nicht. Ich habe ein blödes Gefühl. Soll ich dir was sagen? Sag. Ich auch. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Dr. Renz. Ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Umdrehen.
Heiko Tamayama, Detektiv. Ja, ich bin Detektiv, Privatdetektiv, wie Sie, Herr Matula. Der Dritte. Sie wollen uns sicher über den Hakutaku aufklären. Ich mache es kurz. Vor 2 Jahren reiste ein Beauftragter der Firma Kawasiyama von Tokio nach Frankfurt. In einem Aktenkofferchen befanden sich geheime Papiere über die neue Computergeneration, die sogenannten Haikuda-Computer. Der Beauftragte hatte den Auftrag, hier in Deutschland mit einer namhaften Firma zu verhandeln. Doch leider verschwand er kurz nach seiner Ankunft für immer. Die Unterlagen tauchten wenig später in einem Land auf, das wir nicht sehr mögen. Der Firma Kawasiyama hat mich beauftragt, den Fall zu klären. Ich habe ihn endlich geklärt, dank Ihrer Hilfe. Otto Kassner ist der Schuldige. Er hat den Beauftragten ermorden lassen und die Papiere verkauft. Und Seifert hat davon gewusst? Ja, aber geschwiegen. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Sie werden noch ein offizielles Schreiben unserer Regierung erhalten. Auf Japanisch? Auf Deutsch. Sayonara. 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 Eins noch bitte. Wie kommt es, dass Sie plötzlich so perfekt Deutsch sprechen? Nun, statt des Reibelautes R, den Labial L zu benutzen, war sozusagen meine Maske. Sein Gesicht hat ihm nicht genügt. Da du gerade so gut in Form bist, erklär mir doch bitte, warum lässt Otto vor der Spielbank mit Platzpatronen schießen? Wollt er nur in Panik versetzen? Nein, diese Knallerei muss ein anderer veranlasst haben. Jemand, dem es genügt hätte, wenn Seifert für immer in der Nervenklinik verschwunden wäre. Seine Frau. Ganz gut, aber es kommt noch besser. Die beiden sitzen jetzt allein in ihrem Häuschen. Auf in den Taunus. Links. Oh, scheiße, scheiße, nach rechts, nach rechts. Hast du eine Waffe dabei? Egal, los! Hoppla, hoppla, nicht so stürmisch! Dr. Renz, was führt Sie hierher? Vermuten, Sie sind in Gefahr. Ihre Frau. Treten Sie doch ein. Wir fürchten Ihre Frau. Ich freue mich, Sie zu sehen, alle beide. Wo ist Ihre Frau? Nehmen Sie doch Platz. Kochen Sie einen schönen, starken Kaffee. Eduard, wo ist Ihre Frau? Wir befürchten, dass sie Ihnen was antun will. Mir was antun? Sie haben kombiniert, was? Sie haben nachgedacht. Dabei sind Sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der erste Mordanschlag mich fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Und der zweite? Der mit dem Platzpatronen vor dem Casino in Bad Homburg, der hat mich so verängstigt, dass ich fast Zeit meines Lebens in der Irrenanstalt verschwunden wäre. Wenn Otto nicht hätte fürchten müssen, dass ich eines Tages doch noch auspacke. Stimmt's? Na? Stimmt's? Genau, Herr Seifert. Er ist fast so gut wie wir. Herr Seifert, wo ist Ihre Frau? Ich habe mir auf der Fahrt hierher meinen Reim gemacht. Als wir hier ankamen, da habe ich meine Frau von meiner Denkarbeit unterrichtet. Und siehe da, sie hat mir alles bestätigt. Sie wollte tatsächlich, dass ich Zeit meines Lebens hinter Irrenhausmauern verschwinde. Und wenn ihr das gelungen wäre, dann hätte sie mich entmündigen lassen. Aber es kommt noch dicker. Im Laufe dieser Auseinandersetzung zog sie eine Pistole. Aus ihrem Handtäschchen zog sie eine Pistole. Nannte mich einen Luftikus. Weiberhelden, ein Spieler und noch so einiges mehr. Also, um das kurz zu machen. Kam zu einem Handgemenge. Denn ich lasse mich nicht so ohne weiteres erschießen. Nach dem, was ich durchgemacht habe, lasse ich mich nicht abknallen.
Wo ist sie? Es war Notwehr, Herr Dr. Hans. Allerdings eine Art von Notwehr, die zwischen Eheleuten nicht üblich sein sollte. Wo ist sie? Jetzt koche ich uns einen schönen starken Kaffee. Sie können inzwischen Kommissar Röder anrufen. Jetzt ist es nur noch ein Fall für einen.